Unsere 680 Busfahrerinnen und Busfahrer bewegen rund 240 Fahrzeuge durch die Stadt. Ein spezieller Anlass wie die Nacht der Museen mit dem Nachtbus zusammen verwandelt unsere Stadt Zürich zu einer richtigen Busmetropole. Der bequemste Sitz, den wir haben, ist der im Bus vorne links. Der ist sogar noch bequemer als mein Bürostuhl. Darum bin ich auch etwa die auf dem Netz unterwegs. Besonders spannend finde ich halt die Einsätze in speziellen Nächten, wie zum Beispiel in der Silvesternacht. Hier braucht es allerdings ein bisschen mehr Überredungskunst zu Hause, zum frei zu bekommen, wie in der Disposition zum Dienst zu bekommen. Als Buschauffeuse oder Buschauffeur sind Sie nicht direkt mir unterstellt, sondern einem von meinen 8 Gruppenleiter. Wir sind Ansprechperson für etwa 80 Fahrdienstmitarbeiterinnen und Fahrdienstmitarbeiter. Busführerinnen haben wir im Moment etwa 11%. Und es wäre schön, wenn der Anteil noch ein bisschen steigen könnte. Von Zeit zu Zeit fahren wir Gruppenleiter auch ein Tram oder einen Bus. Von dort kennen wir die Freuden und Leiden, die Sie im alltäglichen Dienst erleben werden. Darum können wir mit Ihnen über fachtechnische Themen diskutieren und sind nicht einfach abgehobene Chefs. Kommen Sie mit dem Führer aus wie von der Kategorie D zu uns, dann dauert Ihre Ausbildung ca. 2 Wochen. Sie fahren bei uns ganz verschiedene Bustypen. Wir haben zum Beispiel den Kleinbus, der vor allem im Quartier zum Einsatz kommt, als Zubringer bis zum grossen nächsten Umsteigepunkt. Die Kleinbusse, die sind im Einsatz dort, wo es wenig Fahrgastaufkommen hat, wo es enge Strassenverhältnisse hat oder wo man mit einem normalen Standardbus nicht wenden kann an den Endhaltestellen. Der nächste grössere Bus vom Kleinbus ist dann bereits der Midi-Bus. Den brauchen wir dort, wo es in der Quartierin ein bisschen mehr Fahrgastaufkommen hat, aber immer noch so eng ist, dass man mit einem normalen nicht wenden könnte. Mir gefällt eben vor allem der Kundenkontakt im Quartierbus und vor allem, wenn man den älteren Leuten helfen kann, wenn man den Bus absenkt oder ein paar Späßchen machen zwischen die miteinander, wenn man beim Grossen natürlich weniger kann. Wenn man an einen Bus oder an einen Busführer denkt, so kommt den meisten Leuten unser Standardbus in den Sinn, der 80 bis 90 Fahrgäste aufnehmen kann. Noch mehr Platz bietet der moderne Gelenkautobus. Dort können bis zu 160 Fahrgäste Platz nehmen. Sobald Sie mit unseren Autobustypen vertraut sind, kommt auch schon die nächste Herausforderung auf Sie zu. Sie dürfen nämlich noch mal in die Fahrschule für den Trolleybus. Wir haben den als Gelenk- und als Doppelgelenk-Trolleybus. Das passiert nach etwa 9 Monaten. Und von dann an haben Sie nicht nur Diesel, sondern auch Strom im Blut. Ich fahre den Doppelgelenkbus seit 2 Jahren. Und der gefällt mir viel besser als der normale Trolley, weil der ist viel schwerer. Der fährt weicher in die Kurve, der ist bequem für Chauffeur, sehr bequem eigentlich zum Fahren. Den fahre ich sehr gerne. Mit dem Doppelgelenk-Trolleybus fallen Sie natürlich ganz speziell auf. Aber es ist gleich mit welchem Bus, dass Sie unterwegs sind. Mit Ihrer Uniform und vor allem mit Ihrem Auftritt sind Sie immer eine Visitenkarte von der VBZ. Darum ist es ganz wichtig, dass die Kunden ihre Freude an ihrer Berufung, an ihrem Job rausgespüren, selbst in hektischen Situationen. Zu ihren Aufgaben gehören auch Einsatzfahrten für Tramersatz und auch Sonder- und Extrafahrten, wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel oder am Knabenschiessen. Da bei der Baustelle am Escher-Wiesplatz hat es von unseren Busführerinnen und Busführern besonders viel Augenmerk gebraucht. Hat sich hier der eine oder andere Engpass gehabt und sehr viele Baulatten, die uns im Weg gekommen sind. Speziell an Ihrem Job ist der Einsatz im Nachtbus. 1 bis 2 Monate nach dem Arbeitsbeginn bei der VBZ werden Sie auf den Nachtbus ausgebildet. Sie können sich vorstellen, mitten in der Nacht geht es hektischer zu und her hier am Bellevue wie am Mittag um 12 Uhr. Ich bin einer von diesen Gruppenleitern, der nebst der Betreuung meiner ca. 90 Mitarbeiter noch
verantwortlich ist für den ZVV-Nachtbus. Sie kommen bei uns in einen grossen Betrieb. Sie werden aber schon gleich merken, dass Zusammenarbeiten und einander helfen bei uns gross geschrieben wird. Wir als Vorgesetzte, wir möchten Sie nicht bloß bei schönen Zeiten unterstützen, sondern auch in schwierigen Situationen. Sie kommen bei uns wirklich in ein Team und ich würde mich freuen, wenn ich Sie kennenlernen könnte.